Wenn du Profisportlerin bist oder Profisportler und du suchst etwas im Mentalbereich, wo du dich verbessern kannst, zum Beispiel eine Nervosität bei Wettkämpfen oder dein Selbstvertrauen stärken oder einfach nur schneller regenerieren, dann bist du in diesem Video richtig. Gleich mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Robert Glaser und ich erzähle dir heute etwas über mentales Training im Profisport. Ich habe selbst 14 Jahre lang Wettkampfsport betrieben, davon 6 Jahre professionell. Ich habe Fallschirmspringer gemacht und damals hat es noch keinen Beruf gegeben, Mentaltrainer. Und es haben aber schon viele Sportler in dem Bereich versucht, sich zu verbessern und einfach experimentiert. Ja, und ich habe ein Jahr lang mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, hat nicht wirklich was gebracht. Und deswegen war ich dann immer auf der Suche nach einer Technik oder nach einem Programm, das hundertprozentig hilft. Ja. Ich habe viele Sachen gemacht und es war manches gut, manches schlecht, aber es war nichts dabei, wo ich gesagt habe, das ist jetzt, das ist genau das, was ich brauche und das hilft immer, egal was gerade ist. Und ich habe dann mit Yoga unterrichten angefangen und da sind immer wieder Amateursportler zu mir gekommen und gesagt, ah, Robert, kannst du mir nicht helfen, ich habe das und das Problem. Und ich habe immer ein positives Feedback gekriegt von diesen Leuten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte einmal das nicht jedes Mal nachdenken müssen, was kann ich denen geben, sondern ich schreibe einfach ein Programm zusammen und gebe ihnen das Programm mit Videos, dann kann ich es jeder für sich selber machen. Ja, so hat das angefangen. Und dann habe ich mal die Chance gekriegt, mit einer Sportschule zusammenzuarbeiten. Da habe ich dann mein Programm ein bisschen perfektionieren können und ein wenig adaptieren können. Und habe dann gesehen, was hilft, relativ schnell, und was braucht ein bisschen länger. Und so habe ich das Programm dann ein bisschen umgeändert und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, mit Profisportlerinnen zusammenzuarbeiten. Und das war dann für mich diese Bestätigung, dass es einfach funktioniert. Das Problem ist eher nur, ob es die Sportlerinnen oder Sportler einfach so lange machen. Die meisten hören leider dann nach einem Monat wieder auf oder nach 2 Monaten und dann hetzt eigentlich so, also es dauert ungefähr mal 3-4 Monate, bis sie das aufbaut und dann ab 4 Monaten fängt es an zu wirken. Und leider fangen dann oder hören dann vorher schon ein paar auf. Und deswegen ist es einfach dann schade, wenn du jetzt so viel Zeit investierst, so viel Energie investierst und dann nimmst du die Lorbeeren nicht. Ja? Das ist wie wenn ich einen Apfelbaum pflanze und dann warte ich jahrelang, bis ein Apfel kommt und dann haue ich ihn weg. Macht keinen Sinn. Und deswegen muss man sich einfach vorher überlegen, will ich das machen, probier es aus. Und wenn du sagst, man muss es mal einen Monat ausprobieren und dann spürt man eh schon, ob ich das machen kann oder nicht. Also diese Aufgaben, ob ich das lösen kann, ob ich das einbauen kann in mein tägliches Training. Und wenn du sagst, okay, das ist was, du glaubst an das, dann ziehst du durch. Und dann machst du mindestens ein Jahr. Weil dann hast du wirklich schwarz auf weiß die Ergebnisse. Und ich kann dir versprechen, es funktioniert zu 100%. Das heißt zum Beispiel, Nervosität im Wettkampf gibt es einfach dann nicht mehr. Und ich habe auch die Trainerausbildung gemacht und in der Trainerausbildung hast du auch sehr viel Sportpsychologie. Und ja, ich meine, ich halt generell nichts von Psychologie. Aber gut, er hat sich bemüht, sagen wir mal so. Aber es gibt einfach nichts. Ja, sie haben immer nur Tipps, ja, das kannst du und das kannst du. Aber keiner hat irgendwas gesagt, wenn du das machst, dann schaffst du das. Ja, dann funktioniert es. Oder das funktioniert 100%. Das gibt es einfach nicht. Die Sportwissenschaft ist da so noch weit hinten, die hat eigentlich nichts gefunden bis jetzt. Und deswegen sagen sie einfach die Trainer, eine gewisse Nervosität muss man haben oder sollte man haben, das passt schon. Aber es ist nur der Grund, weil sie einfach nicht wissen, was helfen kann. Und deswegen nicht auf die Sportwissenschaft horchen oder warten, bis die dann nochmal so weit sind, sondern probier das einfach mal aus. Das heißt, wenn du Interesse hast, nimm einfach Kontakt mit mir auf. Kannst mir in die Kommentare schreiben. Schreibst mir einfach rein, deinen Link zum Facebook oder Instagram. TikTok habe ich nicht. Und dann, oder schickst mir einfach deine
E-Mail-Adresse, das findest du ja auf meiner Website oder auf meinem YouTube-Kanal, ist auch meine E-Mail-Adresse, kannst du mir einfach E-Mail schreiben. Wenn du Interesse hast, dann machen wir mal einen Video-Call, reden wir darüber, ich erzähle dir das, was du alles machen musst und wie es funktioniert. Und dann probierst du es mal aus einen Monat. Und wenn du dann sagst, ja okay, möchte mit dir zusammenarbeiten, dann machen wir uns dann konkrete Trainingsplan aus oder Dinge aus, wie wir das dann umsetzen. In diesem Sinne, versuch es einfach mal auszuprobieren. Du kannst ja jetzt die Videos, was online sind, gehen ja genauso. Einfach schauen, such dir eins aus und mach es mal ein paar Tage. Und dann schaust, wie es da geht. Wenn du sagst, okay, das kann ich mir vorstellen, dann ziehst du durch. Vom reinen Zeitaufwand ist in der Früh circa also maximal 10 Minuten und am Abend maximal 10 Minuten. Und dreimal in der Woche bis viermal in der Woche eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Das heißt, da machst du dann ein Yoga-Set. Und das Yoga-Set brauchst du einfach, um das Ganze noch zu verstärken. Die Meditationen in der Früh und auf der Nacht sind einfach, um diese Energie aufzubauen. Und je nachdem, was du brauchst, ob du jetzt das Selbstvertrauen stärken willst oder ob du deine Nervosität loswerden willst. Bei der Nervosität dauert es ungefähr 4 Monate. Und dann spürst du schon, dass es einfach viel weniger wird. Es wird dann noch so auf und ab geben. Du wirst Wettkämpfe haben, wo du es wieder spürst. Dann wird Wettkämpfe, wo du es nicht spürst. Aber nach 4 Monaten wird es dann immer konstanter. Und nach 6 Monaten hast du gar keins mehr. Also gar keine Nervosität mehr. Und beim Selbstvertrauen dauert es ein bisschen länger, weil das tief in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Und da braucht man einfach dann länger. Aber nach einem halben Jahr spürst du auch, wie das langsam zum Steigen anfängt. Also spürbar zum Steigen anfängt. Und bei der Regeneration ist so, jeder hat ja irgendwas, was er tut nach dem Wettkampf, um das Laktat wieder rauszubringen. Ob du jetzt laufen gehst oder Radfahren oder am Trainer, am Hometrainer das macht. Aber keiner macht was für den Mentalbereich. Ja. Und erst wenn der Kopf entspannen kann, kann auch der Körper richtig entspannen. Das heißt, wenn du nur für den Körper schaust, dass er sich entspannt, dann dauert die Regeneration viel länger, als wenn du beides gleichzeitig machst. Und ich habe was, also das habe nicht ich erfunden, sondern das gibt es schon seit 50 Jahren oder noch länger. Das nennt sich Breathwalk. Da kann man dann einfach schneller oder viel schneller regenerieren, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und dadurch verringert sich das einfach, die Regenerationszeit. Oder wenn du zum Beispiel einen Verletzungsstatus hast, dass du jetzt eine Zeit lang verletzt bist, dass du dann schneller einfach wieder zurückkommst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und vielleicht hören wir uns mal. Würde mich freuen. Alles Gute. Waheguru.